Hallöchen, Leute. Da wir im letzten Part ja Menos besiegt haben und sie jetzt nicht mehr da ist, um mit ihr zu reden, also das ist ja klasse. Warum ist sie nicht mehr da? Ich habe das Gefühl, wir hätten mit ihr reden sollen, als wir die Chance hatten. Dann halt nicht. Okay, machen wir Intelligenz auf 11 und teleportieren uns ins Ulasil Mausoleum. Wo wir meines Wissens nach das DLC abschließen können. Rescued Princess Dusk and rid us of that terrible primeval human, even halting the spread of the abyss. I salute the grandeur of thine enterprise. Please allow me to express my gratitude. I thank thee, as do we all. Dankeschön. May the flame. Können wir noch mit der anderen reden? Ist die Prinzessin hier irgendwo? Oh, mir fällt noch was ein. Etwas sehr, sehr Lustiges. Und Spaßiges. Ihr erinnert euch doch noch an den Mausoleumswächter, oder? Rate mal, wer einen Zwillingsbruder bekommen hat. Und es sind jetzt einfache Gegner. Wenn ihr euch dachtet, hey, mit einem kann ich umgehen, ihr habt den zweiten. Entschuldigt mich kurz. Ihr seid Spaßvögel, wisst ihr das? Hört doch auf! Es tut mir leid, aber ich konnte dem nicht ganz folgen. Warum haben die die ganze Zeit nur ihren Blitz auf uns geschossen? Wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Nein? Okay, gut. Wir ziehen uns wieder eine andere Kopfbedeckung an. Oder besser, ja, keine. Den Helm wieder. Obwohl, ich mag es eigentlich, wenn man das Gesicht vom Charakter sieht. Hätten wir da was? Na, halbwegs. Ja. Nehmen wir das. Okay, auf ein neues. Warte kurz. Hat irgendein Schild eine gute Blitzresistenz? Nehmen wir das Silberritterschild. Wenn es eine gute Blitzresistenz hat, dann wird es das wohl tun.
Hey Jungs. Ihr wisst schon, dass das relativ unfair ist, wenn ihr zu zweit auf einen schießt. Und das macht diese beiden so nervig. An für sich sind die alleine nicht stark, aber es sind zwei auf einmal. Probieren wir jetzt nochmal. Warte, wir haben 40.000 Seelen verloren. Schmerzhaft, aber ich denke. Hört auf! Hört auf mit dem Combo-Attack-Bonus! Ja? Ich kann das nämlich auch. Okay, nicht so gut wie du. Du kannst aber auch fliegen und das kann ich nicht. Und wenn wir das geschafft haben, haben wir das DLC aber auch erledigt. Wir versuchen es noch zweimal. Und ab dem Zeitpunkt ist es mir dann leider egal. Weg. Dreitausend Seelen für jemanden, der vorher ein Boss gewesen ist. Danke. Solle. Ich glaube, wir hätten alles soweit, ne? Wir haben Manos besiegt. Wir haben Calamith besiegt und seinen super Ring geholt. Wir haben Artorias von seinem Elend als was auch immer des Abgrunds erlöst. Wir haben die Prinzessin gerettet. Demnach gibt es hier nichts mehr für uns zu tun. Außer das Übliche, wir reparieren unsere Ausrüstung. Erneut kehren die Aushöhlungen um. Wir kehren die Aushöhlung um. Und dann teleportieren wir uns zur Gemeinde der Untoten. Oh, ein vertrautes Geräusch. Das beständige Hämmern unseres Schmiedefreundes.
So. Kommt mal her, ihr Lümmel. Ich habe keine Lust auf eine Hollow-Meute, die mir hinterher rennt und versucht, mich umzubringen. Hey, du. Oh, bei ihr kann man göttliche Dings kaufen. Götterzorn. Okay. Kaufen wir uns das mal. Und ich würde auch sagen, haben wir noch Seelen, die wir uns reinziehen könnten? Götterzorn. Mal gucken, was sie sonst noch zu sagen hat. Welchen Neid? Der weiße Vater, oder? Hä, was? Er hat sie verlassen. Er hat aber uns was anderes gesagt. Was soll man glauben? Wir brauchen nur noch 6000 Seelen. Oh, I'm sorry, sometimes. Oder eher 5005. Haben wir noch was dabei, was wir zu Geld machen können? Und Kurzschwerden. Ansonsten relativ wenig. So, dann springen wir hier runter. Und gucken mal. Was wir eigentlich davon zu erwarten haben. Reine Neugierde benutzen wir den Götterzorn. Ich wünschte, ich hätte das früher gehabt. Oh. Bam. Weg mit dir. Okay. Diese Schockwelle macht also dann auch Schaden. Gut, gut, gut.
Incidentally, you see, Master Logan has lived with them. You're clearly talented. And before I leave on this journey... Yeah. Splendid. Very well. I am pleased to have a chance to give something back. Well then, let's get started straight away. Der Seelenspeer. Das wäre auch noch eine Sache, die wir haben wollen. Verlängerte Zauberdauer, das wäre etwas, was interessant ist. Hey. Irgendwas sagt mir, dass wir ihn umbringen sollten. Weil er ansonsten die andere Lady umbringt. Frag nicht, woher man das weiß, aber es ist halt so, und ich mochte ihn eh nie. Deshalb machen wir das. Dorn. Wo gäbe es noch was zu erledigen, was nicht auf der Hand liegt? Wo wir aber an viele Seelen kommen können. Oh Gott. In den Tiefen war nichts. Weil anders waren wir. Wir können eigentlich nichts machen, um schnell an Seelen zu kommen, außer grinden. Und das würde ich vermeiden. Also gehen wir zur Gemeinde der Untoten. Setzen uns hier ans Feuer. Hey du. Wir hatten den Schlüssel schon gekauft, ne? Ja. Gut, gut, gut. Ja, dann machen wir uns mal auf den Weg in den Wald. Und wir fangen unser letztes großes Abenteuer in Dark Souls 1 an. Sind quasi durch. Es gibt nicht mehr viel, was wir machen können. Wir haben eigentlich schon alles gemacht, was wir so machen konnten. Und ja, macht mich schon traurig, weil ich mag das Spiel. Ich weiß nicht, wie Dark Souls 2 wird. Soll ja nicht so gut sein und viele meinen, dass es nicht so gut sein soll und also Sachen, aber im Endeffekt weiß ich es halt nicht. Muss mich überraschen lassen. Gib mir mal eine davon. Entfachen wir das. Damit wir auf jeden Fall genug Estus haben. Dann könnte ich mal zeigen, was passiert, wenn man das Item hier in der Mitte mitnimmt.
Ihr seht die drei Bäume. Und sie sind aggressiv. Also für jetzt interessiert uns das halt nicht. Aber wisst ihr, was jetzt jedes Mal passiert, wenn man da lang geht? Nein? Okay, ich werde es euch zeigen. Wir setzen uns hin, verlassen. Und dann laufen wir einfach dran vorbei. Als wäre nichts gewesen. Hey Boys, dann kommen nämlich drei wütende Baumjungs auf uns zu und wollen uns umbringen. Was im frühen Verlauf des Spieles, wo man hier schon hin kann, echt tödlich werden kann. Weil sie halt nicht ganz ohne sind. Damit öffnen wir den Wald. Haben wir noch was anderes? Ja, wir gucken himmelwärts. Und damit würde ich sagen, endet unser Part für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.